Der Titel, wieder bestimmt irgendein bescheuerter Titel. Du mich auch, Alter. Also war es von der nicht der letzte Stream. 364 Tage bis der Lügner. Lutsch meine Eier, du kleine Spuchtel. War das ein Angebot? Nein, Spaß. Natürlich, Digga. Cool, komm vorbei. Tust du alles für Free V-Bucks oder nicht? Free V-Bucks, Digga. Man kennt ihn, Digga, man kennt ihn. Philipp, jetzt mal halt auch sein. Alter, ich richtig Panik, dass ich meinen Controller kaputt gemacht habe, Alter. Alles klar, Digga. Jetzt mal Hand aufs Herz, spielst du noch was auf der Switch, Digga? Also Hand aufs Herz, jetzt ganz ehrlich. Großartig, irgendwas? Ich? Ja. Momentan nicht, aber ich hab's vor. Zum Beispiel kommt ja, also Pokémon ist ja sowieso klar, das wird sowieso zu Tode gesuchtet. Mhm. Das ist ja, also das ist ja sowieso klar. Mhm. Shiny, allein die Shinies zu handeln, Digga. Shiny Glurak und so weiter, Bruder, das wird so viel Zeit kosten, aber das, Junge, das wird einfach geil, Digga. Mhm. Aber momentan spiele ich nicht so viel, nee. Ach, stimmt, ich hab mir die ganzen Outfits noch geholt in Mario Odyssey, die habe ich mir noch geholt letztens. Wo ich kein Internet hatte, konnte ich halt nicht viel machen. Autos, aber ich habe mir die Outfits Odyssey noch geholt. Ja, klar, ich habe die 100% da. Ach gut, du bist ja so ein Typ, okay. Ja. Wie viele Spiele hast du eigentlich dieses Jahr auf 100% gemacht? Warte mal kurz. Dieses Jahr oder einfach nur dieses Jahr. Ich weiß, Far Cry 5, von jetzt an Mario Odyssey, ein Jahr zurückgerechnet. Zelda, glaube ich. Red Dead, glaube ich, Dead 2. Ja, Mario Odyssey und Zelda habe ich durch auf 100%, aber die waren ja nicht dieses Jahr. Echt nicht? Also dieses Jahr. Nee, das war letztes Jahr, oder Zelda, nicht? Nee, Zelda, Jahr raus, Zelda nicht dieses Jahr, März? Zelda kam 2017 März raus. Zum Start der Switch. Ach, stimmt, das ist schon ja alt. Bruder, muss los, Alter. Auf jeden Fall, ja, ich hab die beiden auf 100%, aber dieses Jahr, glaube ich, habe ich Life is Strange 1. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Spiel ist verficktes Spiel. Hat die Fresse. Habe ich auf 100%. Wohin? The Walking Dead habe ich auf 100%. The Walking Dead Season 2 habe ich auf 100%. Okay, Shifty. Hab ich noch. Minecraft habe ich vor kurzem auf 100% gemacht, keine Ahnung warum, ich hatte irgendwie Langeweile. Ich habe da auch alle Erfolge. Gamerscore hast du, ne? Man kennt ihn, Digga. Minecraft. Eine neue Minecraft habe ich auch alle Erfolge, aber 100%. Ey, der würde sagen, nur wegen Gamerscore. Das fehlt mir. Muss los, Alter. Ja, wahrscheinlich, Digga. Ja. Killer Gamer, moin, was geht? Kiriat, was geht? Der Herrscher, was geht? Stefano, was geht? Nick, was geht? Balkat, was geht? Finn, was geht? Ted, was geht? Oneskill, was geht? Liquid, Quicks, was geht? Tim, was geht? Jacob, was geht? Best Case, was geht? Was geht, Digga? Junge, was geht? Wie das klingt, Alter. Was geht, Digga? Ich höre heute mal tanzen. Ah, das ist Mika, okay. Yay, Weihnachten. Digga, kannst du das Geschenk wegpacken? Alter, Weihnachten war schon, Alter. Uff. Ich glaube, das Geschenk ist ab morgen sowieso deaktiviert. Das ist ja nicht mehr da. Ah, also, würde logisch sein. Ja, es ist sehr logisch, sagen wir es mal so, ne? Sessen, wie oft soll ich es denn noch sagen? Geh aus meinem Chat und such dir einen eigenen. Du kleiner Schmarotzer. Das finde ich aber jetzt sehr widerlich von dir, dass du bei mir reinschreibst. Es geht gar nicht, Digga, es geht gar nicht. Finn, was geht? Sorry. Vor allem mit Modrang, den man jeder sofort sieht. Hey, was ist das denn für ein Modrang? Am besten gehe ich auf den Kanal. Oh, hallo, Videos. Oh, kann ich mal abonnieren, Digga. Oh, ja, weißt du, direkt unterschwellige Werbung. Eigentlich war das nicht deswegen geartig. Uff. Aber wenn Mika was in den Chat reinschreibt, ist es okay, oder was? Den ignoriere ich aber mit komplett, also. Das war's mal wieder komplett. Ja, genau. Genau das war's, Digga. Ballert ihr an Silvester, Leute? Einer von euch? Ja, doch schon. Ballern. Also ich würde es überhaupt nicht machen, rein, aber ist halt ein großes Ding, so. Mach ich einfach mal mit, steh daneben. Steh daneben, oh yeah. Müsste mal so, wenn ich nichts, wenn ich an Silvester jetzt mit Kollegen nichts vorhab, dann mach ich auch nichts. Ja, so ist es. Ballern bockt sich nicht. Ich mach gar nichts dieses Jahr. Letztes Jahr war ich, glaube ich. Ja, nicht. Letztes Jahr noch durch, oder? Ich glaube, zockst du durch oder wie? Keine Ahnung. Ich werde ne irgendwann machen, ne? Ich hab noch ein paar Sachen hier und so. Irgendwie ist das traurig. Pizza. Dankeschön, Digga. Wenn man nichts macht. Bin ich der Einzige, weißt du? Ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin nicht so ein Fan, Alter, der gerne oder so ein Typ, der gerne unter Menschenmassen ist. Hab ich irgendwie keinen Bock drauf. Na, ich auch nicht. Weil ich dieses Sozialding nicht kann oder so, es ist einfach so. Ich hab da einfach keinen Nerv zu. Ich würde aber nur Krampf, wie die einfach immer alle rumschreien müssen oder sonstiges. Komm mal her, Ehre. Das Schreien nervt dich? Das ist doch tausendmal leiser als diese ganzen
Also mich nervt das nicht, mich nervt der ganze Andrang und alle reden durcheinander, also... Na, Rice ist nicht schlimmer. Bei uns, vor meinem Haus, da wo ich immer meine Böller zünde, wenn Silvester ist. Oh yeah, Leute, Headbang! Sind gefühlt 50.000 Leute. Alter, bei mir ist es so, wenn einer anfängt rumzuschreien, das ist ein Millimeter vor neben meinem Ohr. Gib ihm. Na? Headbang, Brudi! Nervst du mich? Feiern die im Vatikan eigentlich auch Silvester? Frag die. Ja, Digga, natürlich. Der Vatikan ist doch direkt neben mir, oder nicht? Ich frag einfach mal kurz, Digga. Geh ich einfach mal direkt rüber und dann wird richtig gesoffen, Digga. Auf Jesus seinen Nacken. Boah, du hast auch die Sense? Gott, Alter. Jetzt Autist mit ihren Sensen. Ja, klar. Es gibt nichts Nervigeres, wenn die ganze Zeit diese Sense zur Waffe hin und her switcht, Alter. Es gibt nichts Nervigeres. Dieses Geräusch ist so widerlich, ne? Ja. So mit dem Stream die ganze Zeit so, es hat gar keinen Sinn, aber wir machen es einfach trotzdem, um dieses Geräusch hervorzuheben. Ey, es ist so nervig, ich glaube auch für mich ist es lauter als für denjenigen, der die Sense in der Hand hat, kann das sein? Ja, gefühlt schon. Das ist mir nicht mal aufgefallen, die ganze Zeit zing, 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 vor allem, dass gefühlt wird das auch immer lauter, dieses Scheiße. Das Geräusch ist voll geil, Mann. Ich weiß, was du nur gekauft, damit du anderen Leuten richtig auf den Sack gehen kannst, ne? Das ist nämlich deine ganze Persönlichkeit, Digga, einfach nur Leuten auf den Sack gehen. Rastix hat einen Fetisch für bestimmte Geräusche anscheinend. Verpiss dich, Alter! Geh weg von mir! Zieh Leine, Alter! Hauptsache, das Schlimme ist so, auch noch, das hört man die ganze Zeit im Stream. So zerstörlich deine Ehre! Von dir deine Vorhaut! Ich möchte nicht sagen, aber das wird die ganze Zeit im Stream, das wird die ganze Zeit im Stream zu hören. Ich weiß, es ist schön nervig, aber es ist nur scheißegal. Uff! Wer schießt hier? Achso, Tiltet, wo auch sonst. Digga, wirklich? Nee, jetzt schießen die auf uns. Ich muss unbedingt noch ein paar Paletten wegrotzen, ne? Also fehlen mir noch ein paar Stück hier. So eine, so. Als ob du das doch machen musst, Digga. Das hab ich dir gewonnen gemacht. Mir fehlen noch 3 oder 4 Paletten, dann bin ich durch damit. Ich hab da irgendwie keinen Fick drauf. Ich hab alles gemacht im Spiel. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist ein einziger Pistol-Kill. Dann hab ich alles gemacht. Ach du Scheiße, Junge. Ich wollte gerade sagen, warum ist auch mal so duster bei mir? Warum hat die meine Taschenfeste gezündet? Auf einmal war bei mir alles duster. Uff. Ich erschreck mich auch immer, wenn so eine Taschenfestung einfach instant geworfen wird. Ich auch, wenn eine Taschenfestung... Ey, piss dich! Piss dich, Alter! Klau mir nicht meine Scheiße! Kackstuhl! Karma! Oh, ne Sniper! Ah, Falle! Edwin ist in die Falle gerannt! Mika! Ich hab keine Munition! Hab die Sniper-Munition! Ich bin gar nicht in die Falle gerannt! Edwin ist gerade in die Falle gerannt! Hast du gerade nicht gehört? Oh! Hinter mir! Oh. Hallo, er ist schon down. Die ist echt gar nicht so schlecht. Er ist runtergefallen, Digga. Krank. Kann ich die ganze Zeit irgendwelche scheiß Fallengeräusche? Ja, hier drin ist irgendwo eine Falle. Ich hab die ganze keine Schreif. Habt ihr Sniper-Munition? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Hat jemand irgendwie was zum Heilen, Leute? Warum die ganze Zeit so eine Frame-Einbrüche hier gerade? Ja, moin, Digga. Wann machst du wieder Abo-Zocken? Sonntag. Hier, Rastix. Also nächstes Jahr, ne? Also nächstes Jahr, Sonntag. Hat jemand Verbände oder sowas? Digga, er macht nie wieder mit euch Abo-Zeugen. Ihr könnt erst hoffen, nächstes Jahr, Digga. Ja. Nächstes Jahr erst, weißt du? Ich hab einen Taschenriss. Dieses Jahr gibt's nichts mehr. Ich hab auch einen Taschenriss. Wenn du dich haben, gleich einen Stacken oder so. So ist es nicht. Ja, nee, Essen hat schon mitgenommen. Okay. Alles Gucci, Bruder, alles Gucci. Hat jemand noch Verbände oder sowas? Ich frage nach. Alles. Ich hab Minischiff für dich, komm her. Hier liegt Medikit drin. Aber hier liegt Medikit, Stefan. Wo bist du eigentlich? Ach, da oben, okay. Warte kurz, bleib stehen. Ah, Bruder, das gehört ich. Bin mal kurz. Warte, ich mach mal. Bleib stehen. Ey, ich beweg mich doch gerade gar nicht. Musst nur einmal kurz hier rein. Danke, dass du stehen bleibst. Ich hab mich nicht bewegt gerade. Ich stand still. Digga. Der Pimmel Freaks, was geht, Digga? Jetzt machen wir diesen 31er hier. Das war echt das Erdgebot. Ja, ich. Lass mal. Rice, wieso machst du immer so eine andere. Rice, wieso machst du immer so eine eigene 30er Scheiße? Ja, wir können gleich Rift nutzen. Das reicht nicht, Digga. Leute, ja. Kommt her, Rift nutzen, kommt her, alle herkommen. Oh shit, ich hab Jump-Hit. So, seid ihr alle Rifty. Da? Alle da, Rift? Hier, ist ja. Rastix, nein, hoch, du alter Sack. Da. Komm her, du alter Sack. Nach oben. Ja, natürlich nach oben, Alter, wo sonst hin? Alter, wir kassieren immer mehr Damage.
Komm aus! Komm, hier zieh durch. Ist zu doof, Alter. Wenn du dabei bist, auch noch was zu farmen, Alter, zieh einfach durch, Junge. Ist mir scheißegal. Wenn du uns einen Stich lässt. Da war ja auch ein Schild für dich. Ehrenhaft, danke schön. Hier ein Flugzeug. Hallo, das ist da unten unter uns. Warte, ich versuche mal drauf zu kommen. Er ist abgestiegen! Du Wichser! Kleiner Wichser, du! Hm? LOL! Achso, das bist du gewesen. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich beim Gegner gelandet. Alter, ich bin mal gut drauf gekommen, ne? Auf dem Flugzeug, Alter, und shit. Wo ist der Gegner? Also, ich sehe ihn, glaube ich. Ja, er rennt hier oben lang. Bist du? Junge, dieses Inventar. Bester Typ, Junge. Oh! Shit! Da hat er mit dem Pumpschuss gedrückt. Karma, ah. Karma! Wieso Karma? Weil du mich liegen gelassen hast! Du hast die Paletten abgebaut, anstatt zu uns zu kommen! Du bist hier der 31er gewesen! Von wo, Digga? Von wo? Von da ganz unten! Da kommt jetzt einer angerannt mit seiner Schalke, der Skar, Junge! Von hinten auch noch! Pass auf! Nix, pass auf! Zwei Enemies! Uff! Komm her, Bruder! Uff! Okay. Oh, das bleibt einer von euch! Der ist der Event in 10 Minuten! Nicht in 10 Minuten? Was? War doch kein Hurensohn! War doch einfach kein Hurensohn! Das kann er nicht! Das kann er nicht, Digga! Das kann er nicht! Im Chat sagt gerade einer, das Silvester-Event ist in 10 Minuten! Ich weiß nicht, was da los ist. Also ich weiß ja, nicht, es ist auch in 10 Minuten! Also, es ist doch jede volle Stunde. Achso, stimmt, dieses komische Ding. Ja, ist aber nicht das richtige Event, oder? Keine Ahnung, ob es ein anderes Event ab 22 Uhr gibt. Jeder sagt 22 Uhr, 22 Uhr. Ich hab da noch nie was davon gehört. Ich auch nicht, Digga. Ich hab's heute die ganze Zeit im Chat gelesen. Mika hat es auch die ganze Zeit gesagt. Ich weiß selber nicht, was da los ist. Was weißt du mit Chat? Streamst du heute das zweite Mal, oder wie? Ja, ich hab heute schon ganz kurz ein bisschen. Ich hab einen schreienden Lebkuchenmann bekommen. Das sieht nice aus. Schreienden Lebkuchenmann? Ja, diesen Rucksack. Ach so, ist das so. Ach, den hab ich noch. So, den hab ich schon längst. Ah, ja, schon. Na komm, ich nutze den mal kurz. Wo ist der denn? Ich hab mal einen Skin, den ich heute noch nicht hatte. Nee, sag. Das war der falsche oder nein? Wo ist der Lebkuchen, Mann? Den hast du ja auch geholt, Stefan. Natürlich. Ich hab Silvester jetzt wieder ein bisschen reingepayt, Alter. Bruder, muss ich auf Nasenblut richtig schön reingehen. Luca, aber was geht? Der ist gratis, aber okay. Handan, was geht? Mein Skin? Ach, hier. Nee, meines? Bestagsfratz hier. Hi, wie geht's? One Skill, mir geht's gut. Wie geht's dir so? Alles cool? Nein, also der Lebkuchen mal als Backlink, meinte ich. So, nee, er meinte mein Skin. Habt ihr schon Discord-Tarnung? Ja, natürlich, die haben wir, glaube ich, alle schon. Die hatten wir ja heute alle zusammen gemacht gehabt, noch kurz on Stream. Hast du danach alles wieder abgebaut oder hast du es gelassen? Wieder abgebaut. Ich lasse doch nicht für 13 Fallen irgendwo rumliegen, Alter. Ich habe einfach 13 Bauernpads nach oben gestackt und dann einfach unten abgebaut. So dass alles genauso ist wie vorher, nur dass ich meine Lackierung habe. Ja, so ist es bei mir auch. Ich meine, es war halt scheiße, Digga. Was willst du mit den Pfeilen jetzt überall? Ich meine, okay. Hast du eigentlich eine Karte gebaut im Kreativmodus, Philipp? Hast du da schon irgendwie was gemacht? Nee. Noch nicht. Aber ich habe Jump'n'Runs gespielt von anderen Leuten. Es gibt richtig kreative Leute. Das ist so geil, Digga. Das ist wie Mario Maker. Man kann eigene Maps erstellen und man kann die Codes einfach eingeben und kann dann die Maps von anderen Leuten spielen. Ja, das hab ich auch schon. Es gibt Leute, die haben richtige Jump'n'Run-Maps gemacht und so. Man kann die einfach zocken. Das ist wie in Minecraft oder in Mario Maker. Ich hole mir so eine Editier-Map oder Aim-Map und dann lerne ich ein bisschen Aim und editieren halt so, ne? Hat man die standardhaft schon dabei? Ich weiß es gar nicht. Sissi, moin, was geht? Hallo, oder was für ein Frischstab da? Du sollst anderen Menschen zur Party einladen. Warum soll ich ihn denn einladen? Wieso könnt ihr ihn nicht einladen? Weil er dich erwähnt hat. Er will von uns anderen keine Einladung haben, nur von dir, Digga. Er will nur von dir eine Einladung. Sei dick, was geht, Digga? Was geht? Hör dich gleich an. Wir sind doch eh schon zu viert. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, ist merkwürdig. Ist ein merkwürdiger Hase. Mit krummer, schmaler Nase, Digga. Ich weiß auch nicht. Ist aber zocken? Nee, ist heute nicht. Heute ist Silvester, Digga. Abo-Talk ist jetzt nächstes Jahr, Digga. Weiß ich, ist da ein Busch für dich? Ja, ich muss jetzt einmal einladen.
Underman, Underman, Underman. Ist der nicht mehr im NFL? What the fuck? Okay. Underman, hast du das gehört? Und, Alle guten Russen. Ja, Janis, bitte auch. Suchen. Ach, du stehst hier bei mir in der Ecke, okay. Heißt der Underman TV oder wie heißt der nochmal? Mhm, Underman TV. Der aber und Rysix. Ja, Rysix, da schon hast du Abonnenten weniger. Was sagst du dazu? Keine Ahnung, was sag ich dazu? Junge, ich finde den Namen einfach nicht. Sag ich mal ganz kurz eine Einladung machen, hatte ich glaube, ich glaub, für mich bei mir mal dann, hier, Volk, Satirzinker, Volk, Freunde. Jungs, hast du das auch noch privat gestellt? Ach du, eigentlich kann ich ihn, nicht einladen. Okay, warte, ich mach gleich, ich höre gerade Schüsse vor mir. Nika macht schon wieder maximal Aue. Hab ihn Hit? Hab ihn. I'm your boy, Callum. Achtung, der nächste kommt. Nutcracker von hinten. Da wird die Nuts cracken, pass auf. Brauche eine Waffe, ich brauche eine Waffe, ich brauche eine Waffe, ich brauche eine Waffe. Ja, ein scharfes Gewehr, ja moin, Digga, mein Kettin. Ah, nice. Gut gemacht, Digga. Sense könnte Hilfe gebrauchen, oder? Was ist da los bei dir? Mach mal einen Daumen. Zum Glück ein Daumen. Nice, nice gemacht. Ich wünsche euch frohes Silvester, ja Marco, wünschen wir dir auch, Digga. Gute Rutsche neues Jahr und so, oder? Stefan. War das Event schon? Ne, ist aber gleich wieder. Was ist denn? Oh, Stefan. Absolut ehrenhaft. Philipp, ich hab hier dein Busch getroppt, ne? Nice, Alter. Mega geil. Du bist noch ein scharfes Gewicht. Ja, war das Alter. Mit dem. Das ist der Busch doch bestes Leben für dich, oder nicht? Alter, tanzt. Das war's, ich werde den wirklich benutzen, Digga. Ich werd versuchen, ihn taktisch einzusetzen. Mal schauen, ob ich es schaffe. So taktisch. Taktisch einsetzen, Digga. Ja, mitten auf die Wiese stellen. Vierer Team kommt vorbei, Busch benutzen. Wie geht's anderen? Uns geht's gut. Wie geht's hier so? Alles. Cool, wenn die ist nervös. Der BBC hatten schon viele Live-Event. Ich sag mal so, das Event ist andauernd, ne? Also jede Stunde gibt's einmal so ein Event, aber um 22 bei mir, Uhr bei mir, bei mir. Soll wohl was sein. Bei mir! Ja, wir sind auf dem Weg. Ach du Hurensohn, Alter, das ist so ein OG-Skin. Bei mir ist auch einer down. Wo ist der bei dir? Bei mir, ja, hallo, wo der bei mir? Ja. Sehen? Oh, hab ihn auch nicht jetzt? Hab ihn. Warte mal, hier. Oh, Mini. Bing. Habt ihr noch Munition? Bei mir sieht es auch relativ mau aus. Sturmgewehr, Shotgun. Abozocken, nee, Ute, heute ist kein Abozocken, Digga. Erst nächstes Jahr. Los, Digga. Fester Witz, Junge, oh, mega lol. Uff. Xbox PS4 oder Xbox? Es steht doch unten rechts, du siehst doch die Buchstaben. Ja. Xbox. Das ist nicht sogar im Stream-Titel? Nee, hab ich rausgenommen. Nee, steht nicht drin. War zu lang, Digga. Ich wollte es nicht drin haben. Das hab ich auch gefuckt. Ey, liegt doch was. Wahrscheinlich wolltest du die PS4-Spieler nicht verjagen. Ja, genau, so sieht's aus, Digga. So sieht's aus. Außerdem ist es bei Fortnite scheißegal, du kannst dich auf jeder Plattform mitmachen, wenn ich Abo zocken habe, also. Egal. Ist voll gut in Fortnite. Hast du dir eigentlich diesen PlayStation 4 Skin geholt? Ja, den habe ich. Sieht kacke aus irgendwie, ich weiß nicht, aber ich mag den nicht so. Na, aber gratis kann man den mitnehmen. Und außerdem ist der auf der Xbox sehr viel wert. Ja, ich habe den einfach mitgenommen, weil er gratis war nicht so verbunden. Vor allem auf Xbox ist er selten, der Skin. Ja, ich weiß. Ich könnte dir noch einen anderen geben, Alter, weil ich noch einen zweiten PlayStation-Account habe. Ich habe noch zwei PlayStation-Account, ich könnte noch jemanden geben. Ich habe wenn du den auf der Xbox benutzt, weil das bedeutet, dass du PS4 und Xbox besitzt und bei beiden dieses Gold oder PS4 Plus Scheiß besitzt. Bei beiden besitzt du das und du entscheidest dich bewusst für die Xbox. Das ist das größte Lob, was du nutzen kannst, das diesen Skin auf der Xbox zu benutzen. Boah, das ist so rührend formuliert, Digga. Jetzt sag mal deine Meinung, wie findest du meinen Skin? Das ist jetzt der neue, der gerade im Shop draußen ist. Der ist absolut unfassbar. Nein, der ist schon ein Schavier, Digga.
Der ist wirklich stabil. Ich finde die Haare ein bisschen komisch, das sieht aus, als ob da so Schrauben rausgucken. Es geht los, Leute, Disco. Disco Cool ist wieder da. Die ist am Start. Schon geil, Digga. Chris ist da, Leute, guck nach oben. Disco ist da. Disco? Ja, guck doch am Himmel. Yeah. Ah. Aber das passt nicht automatisch. Ja, geht gleich los, geht gleich los. Ja, es geht gleich los. Yeah. Let's go. Oh ja. Um uns küssen. Oh yeah, boys, let's go! Oh. Läuft da nicht noch was? Das Lama müsste doch kommen, oder? Ja, nee, 2019 müsste noch stehen, da ist es. 2019, Lama. Yay, 2019, kauft V-Bucks! Aber ich stell dir mal vor, das passiert mitten im Finale, so kurz vor dem letzten Spiel. Hatten wir heute gehabt. Was war tanzen, Digga? Top 3. Jetzt hatten wir noch einen Gegner, auf einmal kommt mitten im Kampf auf einmal dieses Ding. Weißt du, was das heißt? Aber wir waren, glaube ich, noch am Leben und Mika war da schon getötet worden, ne? Gefinisht worden, Alter. Bruder, er musste los, Junge. Mitten in der Runde. Aber stell dir vor, du hast den perfekten Snipe, du musst nur noch einmal drücken und dann hast du den. Ich hätte dann welche Jungs bei mir. Kopf, Xbox ist schwul, Digga. Konsolen haben keine Sexualität, Digga. Tut mir leid, wie ich dich da täuschen muss. Jungs, könnt ihr zu mir kommen, bei mir ist Gena. Bruder, da muss ich. Warum ist er aber weitergelaufen? Mir geht's cool, wie geht's dir? Ey, aber das ist noch die Play, das. Ey, das ist Bangladesch. Bangladesch. Gar keine Ahnung von Konsolen haben. Die sind einfach nur die Playstation Gold haben wegen dem Hype. Was ist wegen Hype? Oh, ich hab nicht verstanden. Die Leute, zum Beispiel Jerry, ja, der Jerry, der geschrieben hat, Xbox ist schwul, das sind dann die Playstation Kids, die geschrieben, einfach wegen dem Hype die Konsole sich gekauft haben, die überhaupt keine Ahnung haben. Warum sind alle gegen also CBIX? Keine Ahnung, was es ist, Digga. Oh, hinter dir! Oh, die hab ich erwischt. Was zum Teufel? Stimmt nicht mit dir, Alter. Da bist du gut. Was ist da los? Ich bin ganz hinten, Junge. Ich komm zum Schluss. Ey, Leute. Ich bin da. Was geht ab? Bin auch hier. Yay. Ich hab mitgeholfen. So, yeah, cool. Hi. Ich hab einfach Assassin abgeschossen. Aus Versehen. Weil es kam ein Gegner runter. Ich wusste nicht, wer das ist. Stirb, mein Teamkollege. Stirb. Da hol ich aber ganz schnell los, Digga. Oh, Heavy Stepper. Ich hab noch zwei Verbände. Assassin, wenn du willst, hier sind noch zwei Verbände bei mir. Deine HP sieht nicht so gut aus. Es sind noch Verbände, Assassin, deine HP sieht nicht so gut aus, hab ich gehört. Ja, auch leider nur zwei. Da kommt dann nicht die mit. Ey, da liegt ein Busch. Ah, weißt du, hast du deinen Busch hingeschmissen? Philipp? Ja. Was ist da los? Hier sind noch Verbände und ein Skars auch noch. Alter, was soll ich mit diesem scheiß Busch? Leute, komm mal her, hier sind noch Verbände und ein Skars ja auch noch. Hier ist noch ein Skar, eine lila Skar und Verbände in der Ecke. Wo ist das Skar? Da ist die Ska. Ich brauch Munition. Jetzt ist die Ska weg. Sturmgewehr. Jetzt ist die eine Schallgedämpfte Ska. Jetzt ist nur noch Verbände da. Ich bräuchte vielleicht AR-Munition, wenn jemand hätte. Mikas, noch AR-Munition rein zufällig? Ich brauch auch AR. Ah, natürlich. Hab ich Gegner AR bei uns in der Nähe. Ja, moin, erstmal 300 in den Arsch geschoben. Ja, moin. Gegner bei uns. Ich weiß, ich seh's hier hinten schon. Der ist hier oben auf dem Hügel. Da hab ich zwei jetzt gedrückt. Da sind auch welche. Da hab ich zwei 30er gedrückt, aber der hat immer noch seine Schilde. Bei mir sind welche. Hab ihn. Ich brauch unbedingt AR-Munition. Habt ihr noch welche? Ja, ein bisschen was kann ich dir nur abgeben, wenn du zu mir kommst. Muss halt herkommen, ne? Ich hab hier übrigens noch einen Gegner, ne? Wenn ihr Zeit habt. Ich hab 196. Könnt ihr mal kurz herkommen oder so? Anstatt dass wir uns Deckung bauen, wirfst du so eine Boombox hin. Gegenteil muss ja, die Deckung ist aber nicht da hinten, die Deckung ist hier, lieber Rexus. Wie wär's denn, wenn jemand mir Munition droppen würde, damit ich kämpfen kann? Ja, alles klar, genau. Lösch ihn einfach, Alter. Lösch ihn einfach. Mach's, Digga. Los, genommen. Ich hab's mal gemacht, ne? Munition, please. Raketenwerfer? Mika, ich hab dir deinen Loot genommen. Oh, der hat den Upgrade für alles von meinem Alter. Munition, hallo. Ja, komm her. Mika, gönn dich den. Warte. Komm her, hier. Das heißt hier endlich, Alter, ich will jetzt einfach nur mal einen normalen Danko und nicht endlich. Erst noch so einen reindrücken. Weißt du, erst mal Danko, dann endlich, Alter. Zone kommt übrigens, ne? Wir sollten mal gucken, dass wir irgendwo ein Fahrzeug finden. Lenny Army. Gamer Boy, kannst du bitte aufhören, die ganze Zeit Lenny Army reinzuschreiben? Bruder, was ist los mit dir? Sag mal, hast du Schrotflintenmunition? 20 habe ich. Ich hab 100. Ist aber nicht so viel. Ich hab 100. Ich hab ihn gleich. Alles klar. Ich geb ihm gleich, aber erstmal Zone, Jungs. Ja, erstmal Zone. Das läuft wichtiger, ne? Mhm. Warum löscht du das denn mit Lenny Army? Ich warte noch. Wenn er noch ein paar Mal reinspammt, dann kriegt er ja einen Bann von mir, Digga. Hast du Xbox Elite Controller? Ja. Gegner, warte kurz. Komm schon, den will ich. Oh, der ist weg. Ach, da oben auf dem Hügel, ne? Meinst du den hinten oder was? Ja. Wir können das Jump-Pad benutzen. Hast du recht. Jump-Pad.
passiert das Jumpet, ich geh so in die Zone. Mach das. Ich hätte gerade so ein Assi einfach sein müssen und wegeditieren sollen. Dann flieg ich einfach runter. Und das tust du, ja. Wieso fliegt man immer runter, wenn ich... Gegner bei mir. Let's go. Was machst du da hinten, Alter? Digga, wie dieser Frechfratz. Oh, wie heißt der Frechfratz? Ich weiß es nicht. Festtagsfratz. Wie der rumschreit. Ist der Gegner bei dir? Ist er sich eingebaut bei dir drin oder was? Oh. Einer ist auf Eis. Ach, da hinten! Nein. Hier ist einer, ich hab einen. Och nein! Eine halbe Sekunde später, ich hätte ihn geholt. Was? Jammerst du gerade darum, dass. Du musst Sniper-Kills machen, Mann. Wo ist der? Da hinten, da, den hier. Oh, der hat doch eine Sniper. Oh, ah, nee, Zone! Der ist der einzige Typ, den ich kenne. Ah! 5, 4, 3, wir müssen gleich mal reviven, ne? Dankeschön. Digga, Snipe ist Leben. Ah! Oh, ich hab noch einen Verbandskasten, ich hab noch zum Glück noch Medikit aufgesammelt. Das hat mir gerade noch den Arsch gerettet. Das kann ich gleich noch reviven, wenn ich drin bin. Ah! Sonst hätte ich nichts. Ah! Ah! Hallo, Onkel Doktor, mein Rücken. Uff! Kannst du bitte. Ich komm mal hier mit rüber, ich bodyblock dich mal ein bisschen. Da war so. Noch ein Medkit, wenn jemand braucht. Ich hab's aber gerade eins gefunden. Ich ist. Immer ein Medkit. Jonne, was geht, Digga? Ich hab diesen Skin gekauft, Bruder, hast, Junge, what the fuck? Weißt du mich? Dieser Peter Pan für Arme. Ey. Geil los. Das ist die heiße das Peter Pan. Das Digga. Sieht doch geil aus. Das ist nicht für Arme, das ist die heiße Peter Pan, das ist sexy Peter. Obwohl, Peter? Das war eher Transgender-Bänder, Alter. Peter Pan, Digga. Das ist der geschlechtsumgewandelte Peter Pan, Digga. Der ist reingerannt, komm. Ich bin reingerutscht, Digga, ich bin reingedriftet, Junge. Déjà vu, I'm just being this time to fall higher on the street. Hey, Six, hier komm ich! Shit, wo drift ich denn hin, Alter? Ich kann nicht lenken. Auf dem Eis, Digga, woo! Alter, sieht ja mega geil aus! Der Emote von Push sieht ja mega heftig aus auf dem Eis. Sieht aus wie der heftigste Eisgleiter der Welt. Der ist ja viel zu stark. So, ich kann mich bewegen. Ja, moin, Digga, man kennt ihn. Was geht, Digga, was geht? Wie kann man auf Xbox Stream mit einem Elgato oder über die Xbox App? Links auf dem Berg ist einer bei dir, Assassin. Der rennt gerade hoch, der hat dich, glaube ich, nicht gesehen. Zahl. Links auf dem Berg, das heißt, einfach nur da links gucken, dann siehst du ihn eigentlich. Der ist oben bei den komischen drei Berge. Dingern, müsste er jetzt sein. Einer von den drei Haken wird er wahrscheinlich gleich nehmen. Komischen drei Dingern, aha. Besser, also komischer. Ah, okay, hier sehe ich ihn. Ah, erstmal kurz runter machen und dann sagen, ich sehe ihn, okay. Habe ich ihn doch gut beschrieben, was? Raoul, was geht? Nein, hast du nicht gut geschrien. Ich hab ihn zufällig. Ja. Jetzt versuch mich hier nicht runterzumachen, Digga. Ey, den hast du mir jetzt abgeschaut, Mika. Ja, die Lache, Alter. Ich hab noch nie einen. Er hat gewartet. Ey, der Schuss von ihm kam, sobald ich nur noch ein Hit brauchte. Genau XBL Gamer, was geht? Kam sein Schuss. Er hat extra gewartet. Er hat extra seine Munition gespart. Nur für diesen einen Schuss. Ich schwör's, er stand die ganze Zeit neben mir. Da ist noch einer, pass auf, wenn du gerade aus weiter rennt. SO ist noch einer. SO ist noch einer, der rennt unten am Berg. SOA, SO, perfekt. Bitte meiner! Ach Junge, jetzt geh genau, dann geht der weg! Kenn ich, Bruder. Alter, warum hocke ich gerade so ein bisschen über die Textur hier? Kann nicht sein. Hab ihn 2 Hits gedrückt, Das kann nicht sein! Oh mein Gott! Ey, du kannst nichts sagen, ich hab ihn 3 Hits gedrückt, ich hab ihn runtergeschossen. Also heute ist auf jeden Fall kein Abo-Song, tut mir leid an die Leute, die heute gerade. Rechts sind welche, rechts, Jungs. Rechts sind welche, Leute, aufpassen! Rechts sind Gegner. Wir müssen mit Viren das Stand rechnen. Nazi-Gedanken, Digga. Angriff. Sagte der bei Santa Claus direkt an Hitler gedacht hat, Alter. Weißt du noch den Stream? Hä? Wann hab ich denn an Hitler gedacht? Wo der Weihnachtsmann so zu tust, wurde Anfang Season 7, wo du gesagt hast, oh, guck mal, Hitler. Das war das Erste, was du gesagt hast. Das allererste, was du gesagt hast zu der Season 7. Da hinten ist Hitler, Alter. Das hab ich on Stream, Junge. Ja, und das ist ja was Negatives. Auf einmal, also das war das Erste, woran du gedacht hast bei Santa Claus mit Helikoptern, Junge. Das war das allererste, was du in den Kopf geschossen hast. Der hat Armee auf ihn geschickt mit Digga, so. Trotzdem ist das Erste, was dir durch den Kopf geschossen ist. Ja, moin, Digga. Merkt ihr auch, wie scheiße die Gegner sind und dass sie trotzdem. Ey, also, aber könnt ihr auch nicht springen? Ich kann nicht springen manchmal. Ich ruckel vor mir hin. Holy shit, hab ich einen Sniper-Shot bekommen. Gegner auf 260. Ey, Leute, oh Gott, was ist das? Warum ruckelt mein Charakter so rum? Ich kann nicht auf einer Ebene stehen bleiben. Mein Ping ist in Ordnung, aber ich ruckel die ganze Zeit permanent hin und her. Hat wer den Typen im Visier? Hat wer den Typen im Visier? Dann schießt ihr auf. Hat jemand was zu Rysix irgendwie? Oder der ist ganz schön low? Nein! Was ist mit dir heute los, Mann? Warte, Jungs. Schieß drauf. Wo ist der? Worauf schießt ihr? Nice! Das kann nicht sein! Ja. Ich schwör bei Gott, ich hab heute noch nie so sehr verhält wie heute.
bin neu, XBL Gamer wollte es gehen. Genauso bin ich halt so schlecht, Alter. Ich hab genauso, Bitches. Weißt du, X, ich hab für dich Minis. 500-600%. Alter, was ist los mit mir heute? Ich gucke die ganze Zeit rum. Ich bin auf irgendeiner Zwischentextur, glaube ich, bei mir. Ich gucke die ganze Zeit Hauptsache, rum. Hauptsache, ich und Mika gehen gerade voll ab in der Runde, Alter. Ihr beide so, was ist heute mit mir los? Nee, schau mal in Stream, Alter. Ich gucke die ganze Zeit Zwischentextur und meiner steht nicht gerade. Rising, ich hab zwei Minis für dich. Guck mal her. Ich versteh's einfach nicht, Digga. Guck mal im Stream, Alter. Ich rucke die ganze Zeit von A nach B. Meiner läuft nicht gerade. Er ruckelt die ganze Zeit. Er macht immer so. So zwischendurch. Manchmal, wenn ich springe, springt er auch gar nicht, sondern bleibt einfach auf dem Boden auf einer Gerade so gefühlt. Letzten drei. Meiner ruckelt sich gerade heute. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, ich ruckel extrem. Andere Männer, hast du recht, Digga. Im Kopf auch. Der und in Game. Zwölfjähriger. Fourth Grader. Also, da einfach so ein P90 rumliegt in Gold. Moin. Wo sind die letzten, Alter? Ah, die Gegner sind heute echt los, muss man sagen. Die letzten Überlebenden. Natürlich, wir haben heute schon drei Wins gemacht oder so. Also, das wäre der vierte jetzt. Ich glaube, wir machen jetzt den vierten Win voll. Das sieht auch so aus. Also, ich wüsste nicht, was da jetzt noch irgendwie gegen pushen sollte, weil wir sind zu viert gegen drei. Aber ich muss zugeben, Alter, die Runde ist auch gerade schon heftig. Wir haben alle zusammen 20 Kills. Ja. Das ist jetzt, und wenn wir jetzt die letzten drei auch noch gewinnen, haben wir eine 23-Kill-Runde. Digga, wo sind die? Sind die irgendwo versteckt oder so? Warte mal, ich spring mal hinten das komische rote Haus auf. Sind die da? Da liegt ein Fuffi auf jeden Fall drin. Nee. Ah, warte, ich hab so eine Vermutung gerade, glaube ich. Weiß nix, komm mal zu mir bitte. Komm mal zu mir. Was denn? Ich hab keine Lust auf Heilung. Ich hab einen Fuffi hier für dich. Ich hab gerade einen Fuffi aus der Zone geholt. Hier für dich extra. Ich will Gegner suchen. Okay, dann fahre ich mit denen rein. Von Ehre mal machen, Digga. Ball ich mit denen rein. Leute, guck mal, ich stehe einfach rum und ich ruckel die ganze Zeit von links nach rechts, Junge. Ich bin so zimperlich, Junge. Es ist eiskalt hier. Ha. Hier, Jungs, das Haus hier vorne. Da, wo wir die Typen vorhin gesniped haben. Hab sie gefunden. Wir sind schon. Habt ihr ordentlich Hit? Stefan holt sich jetzt die letzte Skills. Wir sind jetzt eh tot, Jungs. Nee, Digga. Kills. Hallo, stimmt, die Zone kommt, ne? Stimmt, wir haben ja eigentlich gewonnen jetzt. Ja. Wollen ja nicht mal was machen, ne? Ja. Das sind mir die liebsten Wins. Ey, wer hat mir den jetzt geklaut? Mika, du Stricher, Alter. Vielleicht lebt nur noch einer. Ja, ein Gegner lebt jetzt noch. Den habe ich nicht gefunden da unten. Toll, Zone. Mika ist tot. Der Bruder muss los. 22 Kills, GG. Ja, ich bin nicht der mit den wenigsten Kills. Oh. Oh. Deswegen hab ich dich dabei, Kills. Philipp. Genau deswegen hab ich dich dabei. Ah, fick dich, Digga. Junge, das war so viele gute Schaden. Zwei Heavy Snipes, Digga. Wieso hab ich nicht getroffen? Ich treffe sonst immer, Digga. Ja, Digga, man kennt ihn. Moritz, moin, was geht? Hey, nicht abgucken. Das ist wie, als ob der beste Boxer der Welt plötzlich mitten im Kampf an Blackout hat und einfach nichts trifft. So ungefähr ist das. Wenn er Blackout hat, dann macht er gar nichts mehr. Er liegt einfach nur auf dem Boden, aber du kannst ja wenigstens auch rumrennen. Ja, so ist es auch bei mir. Ich hab nichts getroffen. Ja, ist eher so, als wenn ein Boxer stark besoffen in den Ring geht, würde ich eher sagen. Also damit könnte man es, glaube ich, eher vergleichen. Mal kurz auf Toilette. Als ob ich ein tollwütiger Hund wäre, der jeden zerfleischt und dann mir die Eier abgeschnitten wurden. Ja, jetzt bist du, keine Ahnung. So hab ich mich gefühlt. Du bist zwar noch ein Mann, aber irgendwie weniger, weißt du? Du bist jetzt ruhig, sitzt zu Hause, trinkst Kaffee, liest Zeitung, die Bild wahrscheinlich. Kaffee. Ja, das war's für dich. Das Highlight des Tages ist, wenn du Penny auf dem Boden findest. Meine Zeit wird wiederkommen. Nächstes Jahr. Nein. Okay, jetzt müssen wir kurz warten. Wie geht's auch? Alles gut. Wie geht's dir so? Alles cool? Zeig mal bitte. Ich muss mal mein Samurai-Schwert wieder rauspacken, dann gewinne ich. Okay, hier kann ich gerne machen. Ich hab 26 Solo, 26 Duo, 99 Team. Hast du Tipps, wie ich meinen Battle Pass hochbekomme? Spielen. Einfach spielen. Je mehr du Zeit du im Game verbringst, desto mehr Level kriegst du, desto mehr Level du kriegst, desto mehr Battlesterne kriegst du, desto mehr Battlesterne, desto mehr Battle Pass-Stufen hast du. Da hätte man aber einen besseren Tipp geben können. Meinst du, jetzt kommen die nicht mit diesem AFK rumgammeln an, Alter? Das auch, das hätte man auch sagen können, aber auch, man hätte auch was anderes sagen können. Beispielsweise mit Leuten spielen, die auch den Battle Pass haben, weil dann gibt man selber einen Boost und bla bla bla. Ach, deswegen bist du hier. Du bist nur hier wegen den Battle Pass-Stufen. Aha. Du hast mich angeschrieben. Was willst du jetzt von mir? Jetzt willst du mir irgendwas zugreifen. Ja.
Auf einmal versuchst du das Blatt zu wenden, Digga. Du hast mich angespielt, Junge. Auf einmal bin ich es schuld. Also um was geht's? Letztes Mal im Stream sagen, schreib mich über WhatsApp an, ich bin immer online. Mein Schlafrhythmus habe ich im Griff. Online. Du hast mich angeschrieben und ich war online. Das waren deine Worte, Alter. Ich schreibe dich am nächsten Tag an, ja, um 19 Uhr schreibst du mir, ich bin jetzt wach für die nächsten 60 Stunden, falls du zocken willst. Junge. Um 19 Uhr, ja, Alter. Feier auch so, ist ja Retalk. Was ist überhaupt jetzt gerade los? Stefan, was ist los? Juckt niemand. Ich hab grad nicht aufgepasst. Mach dich auf bereit und rasier, Alter. Wie Gillette ab, die ohne Shampoo, Junge. Einfach reingehen. Mika, dafür sind wir beide da, damit wir die durchcarryen. Das war wieder klar. Ja, mehr könnt ihr ja nicht, Digga. Mehr könnt ihr nicht. Wir sind wegen der Unterhaltung hier und aber du bist, ihr seid wie ein Gameplay oder was hier. Aha, aha, aha. Ich hab gehört, ich mache heute meinen 100. Team-Win. Fehlt nämlich noch einer. Aber ich kriege ihn dieses Jahr auch noch rein. Uff, Bruder. Ich hab Geburtstag mit 12 geworden. Direkt an Silvester, Bruder, Alter. Die Raketen sind heute nur für dich, Digga. Mal, mach mal kurz mein Headset raus. Ich stell's mir gerade so vor, wie die Mutter ihr Kind bekommen hat und dann auf einmal kommen so Raketen hochgefeuert. Es ist draußen! Bam, 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 bam! Yeah! Kind stimmt fast ein Herz im Wagen wegen Ballern. Fuck! Ja, die Tanz hab ich auch, hab ich den. Dann Silvester. Dann in Silvester. Kind stimmt fast wegen Herzinfarkt bei Geburt. Fuck! Trauma, Digga. Ultra witzig, Digga. Ja, man kennt ihn. Trauma, nichts Wichtigeres als ein Kind, was kurz vorm Sterben ist. Nichts Wichtigeres, Digga, Junge. Hast du richtig meinen Nerv getroffen. Uff, Digga, uff. Was geht aber schief, die? Rex, wie findest du eigentlich meine Mikrofonqualität? Ah. Das genauso denke ich auch drüber nach. Also ich will, aber Rice, so sieht es genauso. Es ist genauso. Nee, Nico, du kannst mir aber schon zu viert, ne? Gar nichts. Das ist es nämlich. Wir sind schon zu viert, Digga. Einen sauberen Rutsch. Ja, wünschen wir da. Mika, die Mikrofonqualität ist auf jeden Fall besser als meine, also. Von daher passt. Die ist die Disco-Kugeln-Explosion ist um 19:59 Uhr. Jo. Aber um 22 Uhr soll irgendwas Besonderes sein. Sagen zumindest alle. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber. Sag mal so, bis jetzt waren eigentlich alle Sachen immer so um 22 Uhr oder 19 Uhr. Oh, ein Geschenk. Wenn in diesem Geschenk eine Heavy Sniper ist, dann kommt da was Besonderes. Oh mein Gott! What the fuck? The fuck war mit ihm los? Der hat einen PlayStation Skin gehabt und ist hier rumgerannt, Alter. What the fuck? Ja, ist halt, Xbox Lobbys, Alter. Der war absolut lost. Der hat erstmal nur Ressourcen gefahren. Wusste selber nicht, was am Leben war. Mika! Links! Sind zwei! Bin auf dem Weg! Alter, was geht denn bei euch ab, Alter? Ich bin am Looten und dann sehe ich plötzlich, hier ist der größte Krieg, Alter. Mann! Komm doch mal ein Aim los! Alter, komm jetzt los! Digga! Hör auf, die auf den Boden anzuvisieren, du Arschgeige! Hör auf, die auf den Boden anzuvisieren! Nice! Hab noch einen! Ein! Alter, was geht denn hier ab? Also wir haben verkackt. Also ich glaube die Runde wird nicht mehr der 100 zu win. Sein Uros Onkel. Uff. Ich glaube den letzten, den ich gekillt habe, hat vor seinem Tod noch TNT geworfen. Alles klar. Weiß ich, wieso tötest du ihn? Meine Fresse. Er hätte noch eine Frau und Kinder. Warum tötest du nicht die erstmal? Was ist das denn? Vorher noch gesagt, wir carryen die und wir sind jetzt beide, die tot sind. Mhm. Gut. Ja, aber das, ich möchte nicht sagen, aber solange die keinen Win geholt haben, bin ich von nichts überzeugt. Hast du Schrotmunition bereits fällig? Wir haben überlebt. Wir haben schon mehr gemacht als du diese Runde. Schrotmunition bereits fällig haben? Ein, zwei Schuss? Was? So auf Ehrenmann? Achso, in dieser Runde? Haben? Warte. Rot. Oh, zwei Schuss. Sorry. Rot, hier. Dankeschön. Ja, dann wünsche ich auch guten Rutsch ins neue Jahr. Versuch dir auf dem Gesicht zu lachen. Sorry. Sorry, Bro. Du hast zwei Kills. Sorry. Tut mir echt leid. Wer sagt denn guten Rutsch? Wer geht denn jetzt? Hier hat einer reingeschrieben gerade, dass er einen guten Rutsch will, habe ich gesagt. Achso, ich dachte, der Assassin ist jetzt weg. Jetzt hast du es gehört, er will, dass du gehst. Los, zieh Leine. Los, geh weg. Wollte ich hier nicht. Okay, das heißt, wenn wir heute fertig sind, wenn wir heute fertig sind mit Zocken, rede ich nie wieder mit dir bis nächstes Jahr, Digga. Ah. Da habe ich erstmal, dann okay. Rede ich einfach. Ja, mit dir. Halleluja! Danke! Dann haben wir Stress so bis nächstes Jahr, Digga. Bis nächstes Jahr halte ich keinen Kontakt mehr heftig zu dir. Heftigster Beef auf ganz YouTube, Digga. Keine einzige Runde mehr mit dir. Hey, live on stream, Alter, sag ich das. On stream! Ja, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, er hat gesagt, bis nächstes Jahr, Alter, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, Mann.
Sag doch wenigstens bis über das. Ach, da oben ist er jetzt. Mann. Headshot, oh, Alter. Ich mach jetzt 92er Headshot, Alter. Wie viel Schaden macht das bitte? Ist ja viel zu krass. Was ist das für ein Feigling, Junge? Erst aufmucken, danach durchziehen, Alter. Was ist das? Junge, der hat so auf die Fresse bekommen von mir. Der hat noch 30 Leben oder so. Hab ihn. Ach, natürlich wurde für den letzten Kill gepostet. Sei mal nett, du Arsch. Meine Fresse. Kannst du nicht mal einen Kill gönnen, Digga? Was los hier? Und jetzt holt er sich den Grab und zieht durch, Junge. Mein Loot, Digga. Du kriegst nichts davon ab, Junge. Du Mega 31er, da guckt euch mal an, das ist mein Dude, ich hab ihn getötet, er kommt angesteert, er kommt aus der Umlaufbahn, Junge, und klaut alles. Aber Stefan, sie ist doch positiv. Nächstes Mal, wenn er dich da schrubfinden würde oder so fragt, sagst du einfach, du hast da vorne alles gelootet. Er kommt da angeflogen und grabt sich alles, Junge. Das war mein Kill, Alter, das war mein Kill gesteelt. Headbang. Gib dir Beat. Oh, ich wollte gerade sagen, das ist synchron mit meinen Händen, aber nee, ist es nicht. Ja, genau, das komplette Gegenteil, Alter. Sobald der Bass dort aufhört, fängt der Face bei dir an, Alter. Ich hab irgendwie keinen richtigen Tanz dafür, Alter. Das kotzt mich an. Also wirklich einen, der wirklich so ein Beat mit drin ist. Hab ich leider keinen, irgendwie, weiß auch nicht. Schade. Boy, immer Wolfs geht, Digga. Stefan, hast du eigentlich einer der zwei Superheldenfilme gesehen, die letzte Zeit rausgekommen sind? Welche meinst du denn? Ja, es gibt doch nur zwei, die vor kurzem rausgekommen sind. Also Spider-Man New Universe, auf den freue ich mich mega auf, wenn er auf Blu-ray rauskommt. Das ja, das nicht und gesehen. Das andere, Aquaman. Aquaman habe ich nicht gesehen. Hast du Aquaman gesehen? Nee, wollte keiner ins Kino gehen, so richtig von meinen Leuten halt. Dachte ich mir auch so, okay, bleib ich zu Hause. Landschulden, hallo. Also Aquaman. Aquaman habe ich schon gesehen. Und Aquaman, Bruder. Sexy, meinst du? Ist so geil, Digga. Aquaman ist instant. Also der war schon sehr nah dran an Batman von meinen Lieblings-DC-Helden. Ich war gerade erst gestorben. Digga, was ist das los? Ey, du Wichser! Du dreckiger... Was ne Ehrenlos! Du ehrenloser Stricher, du Alter! Was Ehrenloses da oben gesehen, Junge! Oh, leckere Kiste! Also, Alter, ich möchte anmerken, er klaute den Loot. Ich hab dich gar nicht genommen, Country Roads, take me home. Ja. To the place. Chill noch. West Virginia. Mama. Take me home. Country Roads. Er kann sich wieder umbringen, das weißt du, oder? Ich würde es nach, wenn er wieder selbst was macht. Das war ein Joke, Alter. Ich hab original nichts genommen. Da ist noch alles da. Wo ist die Mumie? Wo sind die Materialien? Wo ist meine Leben hin? Wo hast du die, wenn du sie nicht genommen hast? Wo sind sie denn hin? Hä? Ich hab mein Leben fucken. Hast du einfach mein Leben doch genommen, du kleiner 31er. Da oben ist ein Scar und da sind noch Minischilder. Ey, davor hattest du 13 AP, jetzt hast du mehr gehabt. 30. Ja, guck. Wo ist die Munition? Wo ist die Munition? Guck, er hat dir geholfen, theoretisch. Ja, seid doch mal dankbar, bedank dich doch mal. Stefan, stimmt, das hätte jetzt müssen. Warte, Stefan, jetzt musst du ihn auch runterballern. Warum gibt es jetzt ausgerechnet jetzt keinen Scharfschützen, der mir in den Kopf schießen kann, Alter? Weißt du, der eine Moment, wo du mal einfach weggesniped werden willst, ne? Oh. Ach, komm. So, voll, Lass es einfach sein, Digga. Stefan ist suizidgefährdet, Alter. Ich baue das Gitter an der Seite ab, aber der Boden geht kaputt, Junge. Weißt du mich auch, Spiel, Alter. Du mich auch, Junge. Aber ganz ehrlich, ne? Bist du wieder runtergefallen? Ich bin wieder runtergefallen. Du bist ernsthaft nochmal runtergefallen, oder? Ich hab das Gitter an der Seite abgebaut, aber da ist der Boden auch gleich mit kaputt gegangen und da bin ich abgeschmiert halt. Oh mein Gott. Okay, ich hätte es ja eigentlich sagen können, dass du da auch runterfliegst, aber ich dachte mir so, komm, scheiß drauf. Ja, siehst gerne Leute leiden, ne? Ich glaube, das ist aber suizidgefährdet. Man selbst der Chat lacht. Man selbst der Chat lacht sich dann ab. Ja, ich weiß, Digga. Heute ist letzte Runde Fortnite, Digga, danach den installiere ich. Da kommt eigentlich dieses Zitat. Ich weiß, dass es aus irgendeinem Film kommt. Welches? Uff, Digga. Dieser Winkel. Manche Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Batman Arkham Knight.
das war Alfred zu Batman halt, zu Bruce Wayne. Wo er das erklärt hatte mit dem in Afrika, wo der eine Typ so einen Kristall geklaut hat, der an diesem Friedensabkommen war. Wo der geklaut wurde und wo der dann ja später in einem Müllcontainer so gefunden haben. Was für ein. Manche Leute wollen die Welt einfach. Kristall, drin sehen. Alter, ich kann mich schon gar nicht. Das war nicht so ein Kristall, das war so ein Smaragd oder so. Irgendwie so ein Smaragd, der als Friedensabkommen zwischen zwei Stämmen sein sollte. Und der wurde dann geklaut, dann haben sie sich alle umgebracht und dann haben sie den Kristall später in der Müllkanne gefunden. Weil der Typ den geklaut nicht geklaut hat wegen dem Wert, sondern einfach nur, weil er die Welt brennen sehen wollte. Weißt du, einfach die Typen nicht am besten sehen wollte und so weiter. Da stand halt dieses. Wenn ich an afrikanische Stämme denke, denke ich immer an diesen. Wakanda Forever! An diesen Wakanda-Strang. Wakanda Forever! Stefan, ich bin jetzt erstmal weg. Ich gehe jetzt Raclette essen erstmal. Ja, ja, sieh zu, friss rein. Ja, geh doch einfach, Busch, geh doch einfach. So, ich halte dich jetzt. Geh einfach, Digga, geh. Also, ich sag dir, wenn die verloren haben. Bis gleich! Ich wollte gerade ohne dich Stress anfangen, damit ich noch Ausrede habe, dass ich bis nächstes Jahr nicht mehr rede. Oh, tut mir leid. Oh, was waren die denn da für Bauwelle Vergeltung denn? Siehst du das? The fuck? Aber Stefan, jetzt hast du einen Nachteil. Das ist ja immer wieder gut, Digga. Aber Stefan, jetzt hast du einen Nachteil. Jetzt hast du keinen mehr, der für dich Bauwelle führt. Mhm. Right, Six, ich habe eine Idee. Du musst was übernehmen. Ich kann nicht bauen, Digga. Dann wirst du das heute lernen. Digga, was ist der für ein Polenböller bei mir? Komm, Rysix, schalte ich die ganze Wohnung mit. Rysix, bist doch eh besser wie ich im Spiel. Hast du doch vorhin erst gesagt in der Runde, dass du besser wie ich bist. Was waren deine exakten Worte vorher, dass du mich jetzt so beschuldigt, dass ich irgendwas Hochnäsiges gesagt hätte? Warte, darf ich kurz was sagen? Ja, hau raus, Digga. Ich hab vorher erwähnt, ich und Mika carryen euch durch. Aha. Du sagst so, ja, wer carryt euch durch? Ich möchte meine Worte wissen, was ich gesagt habe, das möchte ich wissen, nicht irgendetwas hinzugedichtetes. Wer hat in dieser Runde mehr Leistung erfüllt? Okay, so in dieser Runde? Mehr Leistung? Also, ja, oh Gott, das geht da! Ihr Wichser! Hast du ja vorhin auch gesagt. Ja, aber ist ja auch so. Und in der letzten Runde warst du es wahrscheinlich. Dann probier auch mal meine Leistungen. Ja, moin jetzt, die sind durchgezogen im Riss. Aber ist doch nicht gelogen. Reden. Flugzeug! Du direkt am Anfang stirbst und ich überlebe eine Sekunde länger als du, habe ich schon mehr Leistung erfüllt. Ja, sicher nicht. Du hast erst dann mehr Leistung erfüllt, wenn du auch, Ach Junge, was ist das für Schwitzer, Digga? Platz 6 wenigstens. Hat ja wohl Monster. Das Jahr hat noch 4,5 Stunden. Digga, musst du jetzt auch Mathe-Profi raushängen lassen, Alter? Der war stolz auf dich. Ganz stolz. Ich wette, es gibt Leute, die feiern in mehreren Zeitzonen. Die feiern erstmal da und dann fliegen die weiter. Ich weiß, manche Leute brauchen halt echt mehrere Gründe, um zu saufen, aber ich nicht, weißt du? Die einen sitzen so, oh, jetzt ist neuer Saufen! In 2 Stunden ist in China neuer Saufen! In 4 Stunden ist in Amerika alle neuer nochmal Saufen! In Wakanda ist auch gleich neuer, gut, nochmal ein Saufen! Ich bin so betrunken, dass man denkt, Wakanda wäre ein Land. Ja, Digga, genau das. Du hast es verstanden. Das ist gut durch. In Atlantis ist auch gleich in einer Stunde. ich wollte schon sagen. In Atlantis auch nochmal eine Runde. Hopp! Ganz ehrlich, Alter, wenn du jetzt gekommen wärst und gesagt hättest, was, Wakanda ist ein wirkliches Land, Alter, da hätte ich aber schon Nasenbluten gehabt, Alter. So. Aber Wakanda nicht diese Stadt aus Black Panther? Ja, genau. Dieses Land da? Also, ich hab mal gesagt, ja. Wakanda, forever! Aber ich glaube, man weiß sogar ungefähr, wo das sich befinden sollte auf der Weltkarte, wenn es das wirklich existiert würde. Ich glaube, das wäre, warte kurz mal, das wäre ungefähr in der Mitte von Afrika, ein bisschen weiter rechts. So, aha, nur weil sie schwarz sind, soll das jetzt in Afrika sein oder was? Wurde auch schon bestätigt, dass es auch irgendwo sein sie soll. Sie sind halt in Afrika, was soll ich denn sagen? Oh, geil. The Dragon Boy, was geht? Besser YouTuber Yo West, danke schön. Uff. War das eigentlich mal der Shop, den du gerade hast? Ja, nee, Digga, den hat Epic Games am Kopf geschmissen, seitdem hab ich den. Der Skin ist eigentlich arsch selten, weil du den eigentlich nie siehst. Der war, glaube ich, zweimal im Shop drin bis jetzt. Ich doch gerade, den sehe ich voll oft. Ich irgendwie nicht. Ich sehe den kaum. Ich sehe den so gut wie nie. Oder zumindest fällt es mir nicht auf. Hot Dog TV, Asi Army, alles klar, Digga. Wie heißt der Skin? Also ich sehe den Skin tatsächlich eigentlich sehr selten, also ich habe den seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Sag mir den Namen des Skins. Den Stefan gerade im Bildschirm hat. Bildschirm? Ja, Kanonier oder so, glaube ich, weiß ich gar nicht. Wie heißt der Skin denn? Oder K, weiß ich nicht.
Kann ich gleich nochmal nachgucken. Das kann nur irgendwas mit G auf jeden Fall. Irgendwas mit G ja, oder K, habe ich gesagt, Digga. G oder Harrison. K, Junge. Wenn du mich zitieren willst, dann richtig. Harrison heißt der. Jano, was geht? Ja, wow, im Nachhinein noch korrigiert. 14 Kills in Solo Cup und Will, selten. Das fühlt sich. What the fuck, der ist selten? Hätte ich gar nicht gedacht. Der Skin ist grün, aber der gibt es eigentlich relativ selten. Also, der wurde bis jetzt dreimal im Shop gesehen. Das erste Mal war im September und das letzte Mal war im Oktober. Mhm. Zweimal dann, nicht drei. Das ist schon zweieinhalb Monate ist das her, dass er das letzte Mal im Shop war. Wie viele Skins hast du? Ich habe 70 Skins insgesamt. Also alles zusammen, glaube ich, 70 müssten das sein. Wieso weißt du die Zahl, Alter? Weil ich vor kurzem nachgezählt habe, das kam schon mal die Frage auf, vor, glaube ich, zwei Tagen oder so. Leute, oh, ich bin raus, der Moin, Digga, man kennt ihn. Mhm. Kurz auf Pelle gekommen. Junge. Vielleicht ist es Salty. Wo gehen wir hin? Salty. Sorry. Salty. Jetzt wird's richtig salzig, Digga. Ha, Digga, erster Mann, der diesen Witz erfunden hat. Digga, ich lach mich tot, Junge. Komm in die Legende. Komm in die Legende, Digga. Ich lande hier beim hellblauen Haus. Yikes. Oh, scheiße! Nein! Bruder! Oh! Mitnehmen. Im Haus, da drin ist jemand. Pass auf! Nicht töten! Edels Lache, oder? Er hat sich ausgelacht, der Hurensohn! Oh, sorry, Leute, ich hab's streamen. Oh, das war geil, Digga. Werbefreundlichkeit weg! Ja, die war nie da gewesen. Weg? Die war nie da, Digga, die war nie da! Okay. Bruder, bei anderen heißt es nie weg gewesen, Bruder, nie weg gewesen. Bei Stefan heißt es wegen Kinderfreundlichkeit. Ja, nie da gewesen, Bruder, nie da! Die war nie da, Digga, die war nie da! Ah, Verbände! Ehrenhaft für meine 7 HP. Wenn sie da war, kann sie auch nie weg gewesen sein. Leute, will dich irgendwie ständig abonnieren, aber abschaut. Voll komisch. Haha, Bruder, Digga. Mach zweiten Account dann nochmal rein, Digga. Mann, dann einen dritten, dann nochmal einen vierten. Ist auch viel Bock hast, Digga. Bei mir ist jemand. Jungs! Versuch mit Rift abzuhauen. Jungs! Wo ist der Typ? Jungs! Was ist denn los, Alter? Ja, Gegner gab bei sich. Zwei Gegner, ich sehe sie. Mach mal ein bisschen Auge, sonst will ich nicht finishen. Er will mich finishen! Ist da einer bei dir? Ja, ist okay. Das war einfach nur meine Frage. Was ist das, ey? Oh, du Bär, ja. Hä? Kommt der Schuss auf einmal her? Achso, da war noch ein Football-Typ. Wo ist denn hier der andere? Mika. Der Klettessen geht und so. Da hast du doch gesagt, oder du wolltest ihn noch kurz beleidigen? 80 Namen, Alter. Mika, dann hat er noch Push, dann hat. Wie heißt der andere nochmal? Digga, ich hab den mit. Ja, seitdem ich ihn kenne, hat er drei Accounts gehabt. Das ist jetzt ein halbes Jahr her oder so. Ist, irgendwas mit V-King Nike, dann V-King Push. Dann jetzt irgendwas anderes, Alter. Ich sehe das selber nicht durch. Ja, wie soll ich damit die ganzen Namen durchblicken, Alter? Ich nehme auch nur noch Mika, Alter, weil mich das abfällt. Von dreimal! Ich nehme jetzt einfach nur Mika, Digga. True, Gamer Justin, was geht, Digga? Na, wenn ich jedes Mal mit ihm zocke, einen neuen Gamertag hat, dann ist das gut. Also, der Skin heißt Garnison. Das war ja moin. Heißt der Skin, der grüne, den ich hab. Garrison. Wie dieser eine Charakter aus South Park. Mr. Garrison, oh Gott, jetzt hab ich den Skin nicht mehr. Jetzt hast du ihn versaut, Alter, dankeschön. Das ist ja komplett versaut für mich, ich werde ihn nie wieder spielen, Junge. Ja. Wichser, Alter. Du kleiner, dreckiger Wichser, Alter. Muss es doch sagen. Das ist Garrison, Alter, Skin. Garrison, ich bring euch alle. Kann ich den Skin nochmal zurückgeben? Ich will ihn nicht mehr haben. Bruder, direkt zurück damit. Zurück, Bruder. Zurück an Absender. Ciao, yo. Jetzt machen wir Playstation-Werbung auf Xbox. Jetzt geht's Stefan, los, ja. Die Brille erinnert mich auch an etwas. Sag nix, Alter, aber alles für dich. Okay, dankeschön. Die erinnert dich an nichts? Eben gerade nicht so. Okay, ich lasse die Illusion, ich sag nichts. Perverser Scheiß auf TikTok. Oh. Nee. Erstmal noch überlegen. Nee. Viele Menschen benutzen das auch als Schutzbrille vor bestimmten Flüssigkeiten. Du Wechsel. Als Schutzbrille vor bestimmten Flüssigkeiten.
Alter, dein Trick ist, dein drittes Auge heult auch die ganze Zeit. Oder ist es wieder lebendig? Huch, Werbefreundlichkeit, da fliegt sie weg, Junge. Huch, schon wieder. Oder da, wo ihr Uff, Digga! Werbefreundlichkeit auf dem Boot gelandet, Bruder! Dass ich wegen sowas noch keinen Strike bekommen habe, wundert mich manchmal wirklich so ein bisschen. Ich meine, so, manchmal ist das ein bisschen arsch, ich, aber. Mit was nimmst du auf? Ich glaube, ich sehe deine Werbefreundlichkeit immer, wenn ich den Mond sehe, Alter. Ja, irgendwo da oben müsste sie mittlerweile sein, Digga. Irgendwann fliegst du bei Guardians of the Galaxy vorbei, Alter. So, einfach nur ganz kurz so, uff! Ist weg, Junge. Oh. Digga, fliegt an Obi-Wan Kenobi vorbei. Bruder. Der macht Hello There und da fliegt meine Werbefreundlichkeit hinten vorbei, Digga. Ich seh grad in meiner Abo-Box. Letzter Stream 2018. Ja, Digga. Fragezeichen. Stream, den du schon fertig gemacht Fragezeichen, hast. Fragezeichen, Digga. Fragezeichen. Ja, Fragezeichen. Genau, Digga. Das Fragezeichen, Digga. Das Fragezeichen rechtfertigt immer Klick. Ja, das ist immer genau. Ein Unterschied zwischen Clickbait und Frage, Digga. Neuer Skin, neuer super seltener Skin in Fortnite for free? Ja, Fragezeichen, gemacht, Alter. Also. Ich Free V-Bucks in Fortnite? Fragezeichen? Ich verschenke 10.000 Skins in Fortnite? Fragezeichen? Das ist ja legitim. Bruder, ich weiß gar nicht, was du meinst. Doch, ich klicke Iron Man bald in. Iron Man bald in Fortnite? Fragezeichen? Infinity War Ende gespoilert in Fortnite? Fragezeichen? Vor allem in Fortnite, Alter. Ja, Digga, Thanos gewinnt, ja, natürlich. Er wurde auch geteasert. Guck mal, Thanos Ende wurde auch geteasert, dass Thanos gewinnt, Alter. So oft, wie der in Fortnite gewonnen hat, Alter. Also, Alter, Digga, ich bin einfach nur gerade alles auf dem Boden. Ja, Stefan hat jetzt gerade alles geleakt. Du hast mir das komplette. Der ganze Masterplan für Fortnite gelöscht, Bock, Alter, gerade. Hä, so. Junge, jeder weiß, dass wenn man in Fortnite mit Thanos gewinnt, dass er auch im Film gewinnt. Ja, natürlich, Digga, er wurde gespoilert, halt, ne? Ganze Leute waren enttäuscht, Digga. Ah, direkt gespoilert, ne? Man kennt ihn. Welches ist deine Lieblingswaffe? Schallgedämpftes Gas, ehrenhaft, Digga. Die connect bei mir richtig gut. Keine Ahnung, was ja, mit ist, los ist. Weißt du, warum du sie so gerne magst? Weil man damit richtig hinterhältig spielen kann. Einfach von hinten anschleichen. Sagte der mich runtergeschossen hat. Ja, Digga, dankeschön. Junge! Sagte der im Busch kennt. Digga, du bist ein Scharfschutzgewehrspieler. Du bist der Innenbegriff von Hinterhältigkeit, Alter. Busch, Alter. Du wartest, bis sich einer nicht bewegt, dann schlagst du zu, Alter. Noch hinterhältiger geht's nicht, Alter. Ich möchte nur kurz an die Szene erinnern, damals in dem Stream. Hinter dir. Hab ich den Sieg geholt oder nicht? Hab ich den Sieg geholt oder nicht? Aber wie hast du den geholt? Du hast den Busch, ich hab ihn geholt. Dir vorbeigelaufen, dann hast du ihn auf weggeholt. Auf deiner Statistik ist eine plus 1 durch mich, weil ich gecampt habe. Plus 1. Also da hab ich nicht voll, Digga. Digga, Mann, du bist ja ein Genie, Alter. Danke. Dann hätte ich statt 184 Wins, hätte ich jetzt 183 Wins. Dankeschön. Wow. Ja, aber es ist für immer ewig verewigt. Es geht nie wieder weg. Wow, den einen Win hätte ich auch solo machen können. Das heißt, weißt du noch, was ich gesagt habe, als er den Win gemacht hat? Das wird er uns für immer vorhalten. Ich hab's dir gesagt, Digga. Du hast gesagt und ganz ehrlich, weil es der einzige Win ist, den er uns weißt vorhalten, die Nase halten kann. Assassin holt das Thema raus und ich verteidige mich einfach nur. Ich kann doch nichts dafür. Ich habe das Thema nicht rausgeholt, dass ich diesen Win gemacht habe. Assassin holt doch das Thema raus. Er sagt, oh, du hast gecampt. Ich will es einfach nur richtig stellen. Kommt ihr mal her hier oben? Ich habe hier noch für einen von euch den Sniper. Eine blaue Sniper. Ich hab's dir eigentlich schon mal getroppt und du wolltest sie nicht haben, deswegen hab ich jetzt hier nochmal getroppt. Ich werd SS-Bill die nur holen, ob ich sie nicht habe. Digga, wie kannst du nur sowas behaupten? Kannst du nur. Er war schon unterwegs, ich wusste es. Was, wer? Ja, genau, was, wer, was? Ich hab gar nicht Alter, Stefan, wieso wolltest du ihm die Sniper klauen? Das find ich echt nicht korrekt von dir, Alter. Jetzt plötzlich weißt du doch, was passiert ist. Merkwürdig, Digga. Dinger passieren ja, Alter. Akte X, Junge, weiß auch nicht, was hier abgeht, Alter. Uff. Rysex, kannst du mir mal erklären, was mit dir passiert ist? Hätte ich keine Ahnung. Meine Bustbox hat durchgeballert, Digga. Wer braucht schon Silvesterknaller, wenn man Fortnite spielen kann? Wer war laut? Ich kenn dich noch vor Minecraft, Digga. Uff, Bruder. Uff, das ist ja ewig an her. Auf jeden Fall Grüße gehen raus, was? Justin. Der kennt uns noch von Minecraft damals. Uff. Xbox 360 vor 4 Jahren ungefähr.
Nasenbluten hier. Ist es Gamer Justin oder was? Nee, das ist ein anderer. Gamer Justin heißt hier True. Na, so hat er sich genannt. True, Bruder, True. Der ist aber auch gerade so im Chat, true. Also der ist auch gerade. It's so true. Wie viele Sieger hast du? Ich habe jetzt, glaube ich, ungefähr 150 irgendwo. Da bin ich, glaube ich, mittlerweile. Pluto WG, ja, es kommt jede Stunde, das wissen wir. Aber angeblich soll um 22 Uhr, laut denen, ich habe keine Ahnung davon, soll angeblich um 22 Uhr irgendwas ultra heftiges passieren. Man soll ultra heftiges nicht, aber man soll was bekommen um 22 Uhr. Das habe ich heute die ganze Zeit gehört. Woher diese Information ist? Keine Ahnung, aber. Ich weiß auch nicht, ich habe es nur heute früh die ganze Zeit im Chat gehört, dass irgendwie um 22 Uhr soll man was bekommen soll und so. Safe, nicht wahr, Digga. Aber ich würde nur eins sagen, es hat auch Mika die ganze Zeit vorhin gesagt. Ja, ich weiß nicht. Dass irgendwas kommt. Ich weiß gar nicht, eigentlich kann man auch ganz kurz mal auf Twitter gucken, was so vorne dazu gesagt, getwittert hat, ne? Aber haben die dieses Event eigentlich angekündigt? Wo der Cube explodiert ist, haben die da angekündigt, dass es da was geschenkt gibt und dass man das um diese Uhrzeit macht? Geschenkt haben sie nicht Geschenke haben sie, glaube ich, angekündigt, ja, aber Uhrzeiten. Haben die das Geschenk angekündigt oder haben die gesagt, um wie viel Uhr es kommt? Haben die das gesagt? Die haben gesagt. Die haben gesagt, sei um diese Uhrzeit online und dann bekommst du ein Geschenk. Haben die das so gesagt? Jeder dabei bekommt eine Belohnung, nicht. So ungefähr. Warte. Flugzeug. Du kannst genau eigentlich so ausbrechen. Ah, weil er auf das Flugzeug geht. Okay, Hitmark, Alter. Oh, hab den Headshot gedrückt. Down, Headshot. Down. Toll, jetzt haben die High Ground. Jetzt ist er alleine da. Oh, toll. Von beiden Seiten. Fuck my life, Digga. Wo sind die? Oh, der Finish, der Wichser. Ich hab ihn noch nicht gedrückt. Es waren zwei Teams von. Er lädt nach! Scheiße, musst du nachladen, er finisht. Pass auf! Ah! Du kleiner Wichser! Das heißt, nimm ihn die Ehre. Oder schießt den Lebkuchen auf den Hügel. Er schießt den Lebkuchen auf den Hügel, Digga, krieg noch einen Kill. Ja, Mann. Da ist er. Dankeschön. Null war das Streamer, okay, den. Ninja wahrscheinlich. Oh, der trappt dich, Digga, pass auf. Was sag ich? Oder muss ja aber los. Wusstet ihr eigentlich, dass der Spieler mit den meisten Siegen auf der Welt nicht Ninja ist? Ninja ist, glaube ich, auf Platz 45 oder sowas. Der Spieler mit den meisten Siegen ist ein Xbox-Spieler. Der eine hat noch falscher kassiert durch dich. Wie viel HP hat er noch? Oh, lol. Nee, das ist ja unnötig. Ich glaube, der Spieler mit den meisten Siegen auf der Welt hat, glaube ich, 4600 Siege oder sowas. So dann stimmt das aber nicht. Ninja hat vor kurzem getwittert, dass er 5000 Siege hat. Das ist auf Instagram das Bild von ihm. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat Ninja im Livestream darauf reagiert, dass er nicht erster Platz ist. Also mittlerweile hat er ein Bild auf Instagram gepostet mit seinen 5000 Siegen oder so, die er hat. Ja, aber vielleicht ist er in einem bestimmten Modus, vielleicht im Team-Modus ist er Platz 1 oder im Duo oder Solo ist er Platz 1. Also das 5000 Ding war insgesamt. Also das war komplett insgesamt, was er da gepostet hat. Also ich muss zugeben. Platz 1 ist von allen zusammen. Ich glaube, der ist Platz 2 oder so, keine Ahnung. Also ich muss zugeben, Ninja hat sich echt verschlechtert von Gameplay her, muss ich sagen. Von Gameplay her hat er sich meiner Meinung nach nicht verschlechtert, nur sein Charakter ist halt irgendwo hängen geblieben, ne? Ich weiß auch nicht. Damals war er besser. Nee, das Ding ist. Ich muss zugeben, die Bautechniken, ich muss zugeben, AIM ist ja meiner Meinung nach der beste, sag ich nicht, aber von Leuten, die jetzt derzeit bauen, auf PC, da musst du dir einfach nur so Moongrave anschauen, da der Typ baut schneller als Ninja überhaupt gucken kann. Es gibt Handyspieler, die bauen schneller als Ninja. Hast du den Handyspieler gesehen? Ich hab viele schon gesehen. 100.000 Abonnenten oder sowas. Ich hab mal was auf Handy gesehen, da dachte ich gar nicht, Alter, ich dachte, der verarscht mich, Alter. Der baut schneller als jeder PC-Spieler. Das hab ich auch gesehen. Boah, der hatte so, glaube ich, so einen Kreis gebaut, wie so eine Kreistreppe, so nach oben hat er so gebaut, glaube ich. Das hab ich auch gesehen, auf dem Handy war es auf jeden Fall. Das sah richtig krank aus, Junge, wie der sich hochgehaut hat. Was ist deine Hasswaffe? Dreierschuss, alles was Dreierschuss angeht. Hasse ich wie die Pest. Der erste Schuss trifft meistens, der Rest geht sonst wohin. Macht keinen Sinn. Da muss ich gefühlt immer eine Ewigkeit warten, bis ich einen Schuss machen kann. Z-Rotation heißt der Typ, der hat 6777 Wins. Der ist auf Platz 1, ist ein Xbox-Spieler. Ehrenmann. Ich hab grad nachgeguckt auf FortniteTracker.com. Ehrenmann. Alter, aber du musst dir mal vorstellen, so viele Wins auf Ninja, ist auf Platz 9. Ninja ist auf Platz 9 mit 5014 Wins. Und der erste Platz
ist mit 6777 Wins auf Platz 1. Warte, kannst du mal kurz nachschauen, wo Moonrider. Und wo stehe ich mit meinen 150? Ricex, guck mal nach, wo stehe ich mit meinen 150? Oder da muss ich aber ganz schnell los. Schau mal kurz bitte wegen Moongrill. Moongrill? Wer ist das denn? Das weiß ich auch nicht. Dein Lover? Schaut euch mal auf YouTube das Gameplay von dem an. Ich finde, der ist meiner Meinung nach für sein Alter der beste Spieler, den ich je gesehen habe. Ich sehe, also Top 50 ist es schon mal nicht. Ich glaube, der ist hier gar nicht verfügbar. Also, ich kann ja kurz auf. Es gibt ja Unterschiede zwischen Win-Anzahl und Gameplay. Alter, auf das. Auf aber das ich. Website, ah, warte, ich sag, wer gerade online ist. Der gerade live ist. Ah, ich glaube aber. Warte, ist da eigentlich eine Altersbegrenzung? Kaum was geht. FEK. Wegen den besten Spielern. Habt ihr dasselbe Profil? Extrem viel PS4 und Xbox One ist in der Top 50. Aber extrem viel. Hast du den Nussknacker gesehen? Jo, den habe ich. Der ist geil. Mit dem habe ich schon sehr häufig gespielt, aber ich brauche jetzt was anderes. Vincher ist aber auf Platz 1 der besten PC-Spieler. Der ist der beste PC-Spieler von den Wins her. Also, Mobile aber Let's Play, das Event ist zwischendurch andauert jede Stunde, aber ich glaube, um 22 Uhr soll was kommen, aber ich weiß selber nicht genau. Also, werden wir sehen. Es ist bestimmt irgendein Gerücht und jeder denkt das, aber am Ende ist es aber gar nichts. Digga, es ist mir scheißegal. Ich habe nichts Besseres zu tun heute. Es ist traurig, aber es ist halt einfach so heute. Weißt du? Ja, willst du noch 8 Stunden weiter streamen oder was? Ja, 8 Stunden jetzt nicht, ne? Aber halt ein bisschen auf jeden Fall noch. Mal sehen. Ich glaube, deine Streams dauern meistens immer so 2 Stunden, dann war's das schon. Ja, so 2 oder 3 Stunden so ungefähr, ja. Digga, ich habe halt nicht hier 24/7 Zeit. Ich kann mal nicht wie du den ganzen Tag zu Hause rum, ne? Man kennt die Dinge. Ja, Bruder, da muss ich auch schon los, ja. Aha. Also ich find's aber auf jeden Fall... heute sowieso nichts, Digga. Digga, ich find's aber auf jeden Fall ehrenhaft von dir, dass du deine Streams so durchziehst, ne? Also Respekt an dich auf jeden Fall. Hat sie mich? Aber deswegen, ich habe jetzt mal kurz eine Frage an die Community. Vielleicht wisst ihr es ja, aber ich weiß... Vielleicht kennt ihr Moongrill, aber ich glaube, der ist derzeit 15. Ich falsch, bitte mich korrigieren, aber... Ich glaube, der ist derzeit 15. Ich glaube, er ist auch auf PC. Von seinem Alter... Alter. Nein, aber ich glaube, von seinem Alter her ist er der Beste. Ich kenne keine Fortnite-Stats-Statistik, wo die Altersangabe noch mit reingezogen wird. Ja, auch nicht. Also ich denke mal, das ist alles Spekulation oder so. Hey, guck mal, da ist jemand down. Ich bin ziemlich sicher, dass er nicht der Beste ist. Ich hab nicht mal eine Waffe. Jetzt habe ich eine Waffe. Ich hab mal ganz kurz, bin auf dem Weg, bin gleich da, Leute, chillt. Wo ist er? Hinter dem Baum. Achso, hier. Er baut den Baum ab, by the way. Ich hab ihn abgebaut. Junge, der war One-Shot, Digga. Ja, noch ein Teamkollegen, ne? Also ich hab schon ordentlich Schüsse gebraucht, um ihn tot zu kriegen. Also One-Shot war der definitiv nicht. Der hat 40 Leben gehabt, also maximal 2 Schüsse hast du gebraucht. Ich hab den Peak gehabt, ich hab also schon 3 oder 4 Mal getroffen, bis er tot war. Ja, wenn du eine richtige Waffe benutzt hättest, wären es 1, 2 Schüsse. Ja, ich hab nur einen MP. Ich hätte dir noch eine Giftgasgranate am Kopf schmeißen können, aber das hab ich mir dann gespart. Geht er! Bei mir! Und läuft einer. Ja, bei mir. Junge, ich hab einmal den Chat geguckt und bin sofort gestorben! Oh, musst du. Ey, hinter der mir. War solo, da kannst du sagen, was du willst, Digga, den hast du abgestaubt. Hinter mir, ich bin einen Burst gedrückt, ja, hier, hinter einmal mir. Ah, Leute, da ist auch noch einer. Ja, gleich. Nice. What I'm calling. Also, erstens, mein Name wird mit Doppel-P geschrieben. Philipp sollte anstatt zu sagen, nur 2 Stunden streamen, selber mal versuchen, 1 Stunde zu streamen. Ich habe bereits, glaube ich, 18 Stunden Stream gemacht. Aber das mal nur so nebenbei. Hast du dich mal nach 16 Stunden einmal abgebrochen? War das nicht so? Nee, nach 18 Stunden. Ich hab 18 Stunden gestreamt. Das war was Einmaliges und das werde ich wahrscheinlich auch kein zweites Mal machen, weil das war schon extrem hardcore. Ja, yeah, ich sehe so ein Medien, die kann einer von euch haben. Ihr braucht den dringend als ich. Hast du gerade abgebrochen? What the fuck? Danke. Ich kann doch gar nichts machen, Alter. Ich beweg mich. Ja, wir haben auf einmal die Hand weggenommen, Alter. So nach dem Motto, lass ihn liegen, Digga. Und gerade ist 14, der soll auch gut sein, sehe ich gerade im Chat. Ob's so stimmt. Alter, komm mal her, komm her. Ich yes. Langer Fragefeuer. Okay, ja. Freu dich. Macht ihr mal, ich guck mich mal bis um hier. Also, deswegen, was ich mich fragen würde, ob es von anscheinend von der. Ja, ich bin doch schon da, Mann. Bist du vollgehalten? Okay. Nee, warte, nimm erstmal Verbände. Bruder. Das Ding ist, ich glaube, gäbe es eine Statistik, die sich jetzt auf das. Alters einbeschränken würde, wäre, glaube ich, Moongrill von den jüngeren Spielern her eigentlich einer der besten. Das heißt, weil der ist richtig. Richtig. Du machst doch mal deine Tabellen. Mach doch dazu auch mal eine Tabelle. Alter, Emilek. Gerade zu was von Stefan.
Ich stimme. Okay, warte mal, ich schon mal auf dem Stream. Okay, ich habe keine verworfenen Dinge auf jeden Fall. Meine. Wie sieht dein Ping aus? Ist auch 40, ne? Also stabil eigentlich. Denke ich immer noch, oder was? Ich hab gedacht, das ist. Naja, es ist wieder gut. Ich sag mal kurz. Danke für dich. Machst du das Minecraft Let's Play nächstes Jahr auf der Xbox One? Und wenn ja, dürft ein Abonnent mitmachen. Ja, natürlich dürft ein Abonnent mitmachen. Das macht doch keinen Sinn. Hast du das eigentlich mittlerweile schon überlegt oder brauchst du noch ein bisschen mehr Zeit wegen Ark? Ja, wegen Ark, das mach ich irgendwann anders nach Minecraft oder so. Bis das kommt, Alter! So eine Menge Zeit. Krieg sie, ich hab was für dich. Hier, bitteschön. Bruder, was war das jetzt gerade? Ich glaube, bei Philipp, ist gerade Krieg, Alter. Ich glaube, die Russen sind da bei ihm. Das war gerade bei mir, Alter. Ach so. Das war bei mir gerade, Alter. Meine Verwandten sind angekommen, Bruder. Ich komme mit der AK, Alter. Moin. Okay, ich glaube, Philipp ist gerade kurz kacken. Ich geh mal kurz hier in diese komische Höhle rein. Höhle, Digga. In diese Tunnel, guck mich mal da ein bisschen um. Mhm. Ich hab jetzt mal über WhatsApp einen Link geschickt, kannst du dich bitte mal Moongra anschauen. Also ich muss sagen, vom Bauen her kann er. Ist er besser als Ninja? Ich weiß es nicht. Mr. Sava Game ist besser, schreibt mir gerade einer. Oder wie heißt der? Savagen oder. Keine Ahnung. Sava Virgin, Alter. Savage. Cool, Savage, Digga. Savage. Wir kennen die nicht, Digga. Bruder. Hier ist ein blaues Jagdgewehr, willst du das haben? Komm her, ich bin hier im Tunnel. Bruder! Digga, was ist bei dir auf einmal passiert? Bruder, Bombardierung. Ist die Russen schon wieder da? Ich komme. Let's go. Bruder, hab ich aber gar nicht mehr. Hab ihn. Dein Teamkollege, komm. Ach doch, er macht einen 33er-Hit, Alter, mit der Pumpgun aus der Distanz, Digga. Ja. Was war das für ein lascher Schuss, Alter? Ich hab 33er-Ding gedrückt mit der Pumpgun aus, keine Ahnung, 2 Meter Entfernung. Ich stand direkt neben ihn. Pump 33. Bitteschön. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? YouTube schaue ich momentan sehr, sehr gerne. JonTron und PewDiePie hat, ne? Das ist momentan, glaube ich, die, von denen ich eigentlich jedes Video gucke. Vor allem bei JonTron freut es mich, dass er nach 9 Monaten wieder aktiv geworden ist. Das ist ganz geil. Oder nach 11 Monaten sogar? Ich glaube, nach 11 Monaten sogar. Das ist ganz geil. Streamst du jeden Tag? Fast, ja. Wieso? Habe ich gar nicht bemerkt. Ich sehe es gerade im Chat. Ja, jetzt aber nicht, wie gesagt, halt nicht jeden Tag. Ne, weil ich habe noch nebenbei Arbeit und so einen Scheiß, Alter. Wenn ich das dann auch noch machen will. Ist ein bisschen schwer, ne? Und momentan habe ich halt eh die ganze Zeit früher Feierabend, deswegen geht das eigentlich einigermaßen. Ist Mika eigentlich schon wieder am Start oder so? Ich weiß nicht. Der braucht ganz schön lange für sein Raclette oder so, ob man der frisst. Der muss ja irgendwie dran lutschen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht will er ein bisschen was will er mit seinem. Das heißt, kommst du dann mal aus der Runde raus? Wann ist eigentlich dieses Minecraft-Projekt, was du machen willst? Ende Januar, Anfang Februar. Das soll ich jetzt andauern irgendwie schon. Weiß nicht. Na, okay. Hat sich nichts dran geändert, also von der Zeit her. Ende Januar, Anfang Februar, schätzungsweise machst du es immer samstags, das heißt, ja, man kann schon sagen, immer wieder samstags, höchstwahrscheinlich 14 oder 15 Uhr sein, ein von den beiden Daten. Das heißt, schätzungsweise am 26. Januar geht's los. Warte mal, lass mich mal kurz gucken, ja, entweder am, warte mal, hier, wo ist das? Nee, das ist November hier, Januar. Entweder 26. Januar oder 2. Februar. Ich würde eher sagen, schon am 19., würde ich schon fast Tage. Eher sagen, 19. oder 26., eins von beiden. Aber ich denke mal, es tendiert zum 26. Der, kannst du aufhören, mir irgendwelche Links zu schicken, Alter? Echt mal, Rice, das geht echt nicht. Nicht eher, du Klappspaten, Alter. Machst du vor 0 Uhr aus? Ich denke mal schon, ne? Ich glaube, er sieht, dass ich jetzt so 4 Stunden hier durchstreame. Wahrscheinlich streamt er noch um 0 Uhr mit 0 Views. Wie mit 0 Views, Digga? Bruder. Junge, die ganze Familie so, ey, komm, kleiner Tobi, wir wollen feiern. Nein, ich will in Minecraft, ich will hier in Fortnite noch der Türzinker LP gucken. Sein Livestream. Ja, das ist halt eine echte Ehre, Mann, sowas kennst du halt nicht. Du hast halt selber nie eine Ehre, Mann, deswegen kennst du sowas nicht, Digga.
Wahre Ehrenmänner machen sowas, Digga. Darf ich mitmachen? Denn seid ihr oder vier Leute. Ja, wir warten aber immer noch auf einen Typen, der eigentlich auch wiederkommen wollte irgendwann, habe ich gehört. Sie warten wir gerade. Selbst schreib du ihm mal durch, ob er noch kommt oder so. Schreib du mal. Mein Handy. Was ist denn mit anderen Männern? Die können wir doch einladen. Ja, der spielt kein Fortnite, dieser Stricher. Ich hab Mika nicht auf dem Handy. Ja, doch, hab ich. Der hat sich vor kurzem Fortnite installiert, ja, aber der hat schon seit Ewigkeit nicht gespielt. Scheiße, der ist scheiße. Und ich bin auf PC. Ich hab vorhin gesagt, ich soll ihn einladen. Ich konnte ja, weil er Panik quatschen also wollte, aber mehr auch nicht. Weißt du? Und halt nicht. Da wärst du nämlich auch schon wieder komplett gewesen. Also, Anderman, falls du das hörst, ich wollte, dass du mitmachst. Der ist schon längst durchgezogen. Der ist schon längst durchgezogen. Er hat genau zu und er fühlt sich jetzt verletzt von dir. Ja, also, ja, ich fühle mich auch jedes Mal verletzt von dir, Alter. Jedes Mal drückst du mir so ein Messer rein, Alter. Egal, was ich mach. Immer dieses eine Messer, Digga. Das gehört, das gehört schon fast zu meiner Wirbelsäule, Alter. Das ist schon so ein Stück, Alter, wenn es draußen ist. Fühlt sich an, als ob was fehlen würde. Ist aber Teil des Körpers. Mein Chiropraktiker fragt mich immer, wann hast du das Messer reingekriegt, Digga? Und ich muss immer sagen, es war die Wäsche. Stell mich mal kurz auf K hin und schau mal kurz, ob ich mich wieder schnell steuere. Ja, hier. Oh, du Wichser. Ich find's so oft eine AK jetzt. Aha. Was ist eigentlich mit diesem Gaming-Raum? Sollte hier nicht irgendwas passieren? Wurde da nicht mal was angekündigt, dass hier irgendwie so ein Event ist oder so? Da wurde doch schon was gemacht, schon längst, schon so lange. Was denn? Gab's hier V-Bucks oder so? Ich hab irgendwas mit V-Bucks mal gesehen. Geh doch mal rein. Der Stuhl wurde 1 mm nach links gestellt, was? Was war denn hier für ein Event, Alter? Hier ist doch nichts. Oh Gott, Alter. Da ist kein Event, aber da sind die ganzen PCs jetzt drin. Ja, PCs sind jetzt drin, aber da sollte doch mal ein Event kommen, oder nicht? Irgendwie, wo man irgendwas, keine Ahnung, mit V-Bucks oder so kriegt, dass es irgendwelche Herausforderungen gab? War da nicht mal was? Ich glaube, das war irgendeine Wochenherausforderung, aber das haben die schon, sich geändert oder sowas. Die hatten keine Lust mehr darauf. Weil, glaube ich, sollte irgendeine Wochenherausforderung sein. Woche 1 oder 2 oder sowas. Oder wahrscheinlich Taschenfestung bei uns. War es einer von euch? Nö. Ja, ich weiß nicht. Gott, dann haben wir den Gegner. Hat ja toll geklappt. Aha. Soll ich dir mal zeigen, wie das funktioniert? So macht man das, Digga. So macht man das. Oh ja, toll. Das geht schon. Jahre später. Oh, das funktioniert wenigstens. Warum fliegt das Ding noch? Wegen der einen Ecke da oben. Siehst du nicht? Genau da. Jetzt nicht mehr. Da ist ja gar keiner. Ich hab nur eine Taschenfestung dort gesehen. Ich hab nur gesagt, dass da einer ist. Hier ist doch niemand. Du sagst dir, dass hier ein Gegner ist. Ich hab nur eine Taschenfestung. Ich hab nicht gesagt, dass da ein Gegner ist, Digga. Ich hab nur gerade, ob jemand von euch geworfen hat. Keiner. Ihr habt gesagt, nee, waren wir nicht. Ich hab's ja. Er hätte auch mal nachschauen können, damit er das editieren könnte. Man hätte es auch herausfinden können. Aber deine, du Klappspaten oder was? Oh, du Spaß, ja. Junge. Und vor allem, wir werfen noch so Granaten und er guckt sich das an. Er steht daneben und guckt sich das an und sagt einfach nichts. Er ist halt ehrenlos, Digga. Er ist halt ehrenlos, ne? Ehrenlos. Irgendwie sind heute alle ehrenlos, Digga. Irgendwie sind heute. Vor allem du, Stefan. Vor allem du. Ja, ich weiß nicht, Digga. Welcher ist der Lieblingsort? Ich mag den hier eigentlich relativ gerne. Nur damals halt immer mehr Leute hergekommen. Das war geil. Krass. Mittlerweile ist es ziemlich tot hier. Wie, das ist jetzt deine Freundesliste. Oh. Ich hab 70 Personen in meiner FL. Ich brauch keine Abonnenten in meiner FL. Ja, dann tschüss, raus aus meiner FL mit dir, Alter. Du bist Abonnent von mir, Bruder. Scheiße, schon Rice, das heißt, sie ganze Hause kann ich nicht alle für mich looten. Oh, scheiße, Digga. Oh, ist so eine schallgedämpfte Scar, wenn jemand haben will. Oh, Stefan verschenkt eine schallgedämpfte Scar. Ja, Digga, weil ich eine bessere schallgedämpfte habe. In welcher Welt sind wir? In der Matrix. Ich das noch miterleben darf. Wir sind hier in der Matrix, Alter. Wir sind nicht raus gewesen. Das hast du mit Stefan gemacht. Wir wissen genau, dass du nicht der Echte bist. Wie oft habe ich den Satz schon in Serien gehört. Was hast du mit der und der Person gemacht? Sorry, du kriegst von mir einen Timeout, so, weil du jetzt schon wieder Werbung machst. Nur Jesus Christ ist der Erlöser. Die Bibel ist Gottes Wort. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Ende ist nahe. Gott, Vater, Sohn, Heiliges. Was? Das ist
Hat er jetzt ernsthaft was zitiert? Fuck, no. Fuck, Digga! Das Ende ist nah! Apokalypse! Ich bin sicher vor diesen ganzen Zeugen Jehovas, Digga. Die kommen von Stream zu Stream und machen Werbe für sich. Der kennt sie nicht, Digga, die alten guten Zeugen Jehovas, Junge. Damals stehen sie noch voraus, die jetzt haben die Zeugen Jehovas. Aber was ist denn Papst? Wir haben jetzt nicht mal das Internet. Papst im Stream. Die haben das Internet für sich entdeckt, Digga, die sind jetzt hier überall. Klingel nicht mal deine Haustür, Junge, die schreiben über Stream PayPal. Und verkunden die frohe Botschaft. Via E-Mail, Digga. Disco. Disco ist wieder da. Disco-Kugel, gleich geht's los. Disco. Scheiße, ich wollte noch Fubi gönnen, aber danach. Leute, gleich geht's los. Boah, die Buchstaben sind ja überall. 8, 7, 6. Hör das ruhig, hör das ruhig. Mach das Ding weg, Alter. 2, 1. Yeah. Ich hab's aus meiner Kameraperspektive. Für Mika ist jeder da. Hey. Ja, Mika, übrigens noch ein Profi. Nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Alles gut. Dieser Tanz, oh mein Gott. Dieser Tanz, ne? Wie viel kostet der? Der Boogie-Tanz? Gar nichts, den gibt's nur der Boogie-Tanz. Ah, nee, das ist ja der Boogie-Tanz. Boogie, ja, stimmt, stimmt. Aber ich dachte, vielleicht bekommt man ja den Tanz geschenkt. Ist die Event schon vorbei? Ne, es war gerade ganz kurz, ne? Ja, ist gerade vorbei. Aber vielleicht bekommt man ja den Tanz geschenkt. Den Tanz gab's bis jetzt noch nicht. Das könnte doch sein, oder nicht? Diese Disco-Kugel, ne? Aha. Was ich ja glaube. Die alle an diesen Fuffi hier vorbeirennen, Alter. Ich versteh's nicht. Ich hab gesagt, ich hab davor gesagt, dass der Fuffi, Mann! Racing ist einfach gerade straight dran vorbeigelaufen. Jetzt ist das einfach nichts gecallt, Digga. Da, Digga, immer dasselbe. Immer straight, Digga, nicht gesehen, Junge. Halt einfach mal. Halt nichts, Digga, einfach nichts. Halt einfach mal. Wie Drake hat er nicht gesehen, Digga, hat er einfach Hand voll. Tourette drüber. Halt einfach mal. Was magst du an Fortnite? Nicht, Racing gerade.